Willkommen zurück, liebe Zombie-Freaks, und weiter geht's hier bei Let's Survive Zombie U. Da ist eine Kiste, da ist was drin. Da ist es doch besser, wenn ich immer hingehe und da so nachgucke. Also immer alles zu scannen, das kostet ja übelst viel Zeit. Der war ja gut sichtbar. Wenigstens hat er was dabei, einen Kuchen. Wer zum Geier hat einen Kuchen dabei? Der sieht eher so aus wie ein Schokoriegel. Und damit ist auch die Tasche schon halb voll. Oder schon 60% voll, besser gesagt. Aber soweit ich weiß, kann man den Rucksack später noch ein bisschen aufwerten. Deshalb ist es kein Problem. So, jetzt geht's nach unten. Hier über diese Leiter. Ich bin schon richtig gegangen. Ich mach mal Licht an, ich sehe nichts. Schon besser. Gut, da liegt auch nichts drum, was ich dazu brauchen könnte. Hier werden wir dann nur über den anderen. Ja. Hier wären wir lang gekommen, wenn wir weitergegangen wären und nicht hier rein. Ist also nur so was wie eine kleine Abkürzung. Und ja, da würde ich mal sagen, ab zum Brick Lane Markt. Mit dem Ladescreen, der mir ziemlich auf die Eier geht. Wenn man ihn so oft sieht. Aber schön ist er doch. Und man sieht ein bisschen die Straßen von London. Lade, 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 lade. John Dee hat die Pest vorhergesagt und den großen Brand von London, der sie beendete. Er kannte Pestopfer zu Lebzeiten und suchte sogar nach einem Heilmittel namens Panacee. Aber das ist ein Mythos. Du siehst so gut wie ich, dass nichts dagegen hilft. Außer ein paar säftige Schläge auf den Hinterkopf. Ja, es wurde schon angesprochen, John Dee und das, wurde schon die Folgendes gesagt. Also einfach gesagt, es ist gerade eine, ich sag mal, epische Epidemie ausgebrochen und das Ganze war so ziemlich in London, wo alles begann oder ihr endete, besser gesagt. Und der große John Dee hat das Ganze vorhergesehen, der hat auch ein paar andere Dinge vorhergesehen. Und der gute Herr, der uns gerade die ganze Zeit zuquatscht, also nicht ich, sondern der andere, der ist einer der Überlebenden, die seine, ja, die seine Lehren sozusagen nicht so ganz teilt, aber später werden wir ein paar andere Leute treffen, beziehungsweise eher nicht, denn ich glaube nicht, dass ich da noch am Leben bin, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich muss sagen, der Story-Modus ist da unglaublich spannend und echt gut. Okay, da geht's raus. Scanne die Tür mit dem Pad. Ich öffne sie dir von hier. Eine Funktion, die im normalen Modus, normalen Spielmodus ziemlich spät vorkommt, aber da ist es schon ziemlich am Anfang. Fernöffnbare Tür. Gutes Deutsch. Ich erledige das. Ich habe das zu deiner Sicherheit verriegelt. Okay, nun kannst du kommen und gehen. Vielen Dank. Schön. So. Dann geht es hier hoch. Jetzt habe ich gerade keine Karte, denn ich bin jetzt in einem neuen Gebiet. Brick Lane Markt, Hamburg Green. Scanne jeden CCTV-Verteiler, den du finden kannst, damit ich ihn hacken und die Kameras wieder aktivieren kann. Habe ich ein paar Bretter dabei. Kann man immer gebrauchen. So, jetzt muss ich da ein bisschen aufpassen. Denn hier drüben sind relativ viel Zombies, das sieht man schon. Aber hier sind noch ein paar, die schon tot sind. Ich plündere sie mal lieber. Okay, da habe ich jetzt den Kopf erwischt und nicht ihn, aber das macht ja nichts. Ich glaube, der hat nichts. Der hat nicht mal Schuhe an. Die Drecksau. Okay, das sind da drüben. Wir machen einen kleinen Bogen drumherum. Jetzt müssen wir eh in diese Richtung gehen.
Genau hier. Jetzt habe ich kaum zu laufen, denn ich glaube nicht, dass sie jetzt von Laufgeräuschen angelockt werden. Du bist übrigens gerade an einem Verteilerkasten vorbeigekommen. Falls du noch keinen gesehen hast. Aber sicher ist sicher. Ich bin schon vorbeigekommen, aber ich musste hier vorbei. Damit ich diesen Kasten, den ihr jetzt nicht seht, scannen kann. CCTV-Verteiler. Heck. Fantastisch. Deine Karte wurde aktualisiert. Ohne Wunderbar. Eine gute Karte bist du da draußen so gut wie tot. Das stimmt. Da habe ich noch irgendwas gesehen. Auch ein Objekt. Was haben wir denn da? Schokolade. Da bin ich jetzt richtig scharf drauf. Ja, wir müssen sozusagen nur zum Safe House gehen. Das ist so ein Haus, wo man speichern kann, wo auch so ein Schlafplatz ist. Gut, das ist nur einer. Den überrümpel ich mal ein bisschen. Wenn keiner in der Nähe ist, dann kann er keine anlocken. Das ist auch schon mal ziemlich praktisch. Komm schon. Einmal noch. Nochmal. Fuck. Ich habe gerade ein bisschen die Muffe. Na gut, das war's schon. Sicherheit mal gucken. Nö, nee, da ist nix um mich rum. Die hat auch nichts. Nee, es hat nicht gerade so viel abgezogen, also geht das mal. Ich glaube mal über die gute alte. Jetzt soll ich schon die Kamera sagen, die gute alte Taschenlampe auf. Und es werde Licht. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Dann liegt da auch keiner rum, wo man mal stibitzen könnte oder einen Koffer oder was. Die Suche ist auch relativ wichtig, wenn man dann die ganzen Gegenstände und alles findet, die man so braucht. Im täglichen Kampf gegen die Zombies. Hat da nicht noch drunter irgendwo was? Ein paar Sachen weiß ich noch. Jetzt bin ich praktisch hier in der Ecke weiter. Jetzt bin ich wieder hier. Ich glaube, da habe ich nichts verpasst. Also gehe ich mal weiter. Ins Safe House. Was auch gar nicht aussieht wie das Wii U Home Button Menü. Gar nicht. In der Nähe ist ein Gully. Er führt auf dem schnellsten Weg zurück zum Safe House. Riskieren Blick. Manchmal ist Rückzug die beste Option. Dann habe ich mich getäuscht. Ich dachte, das wäre das Safe House. Dachte, hier war ein Bett oder was? War das wahrscheinlich doch woanders? Das ist auch schon länger her, dass ich hier gezockt habe. Und da sehen wir schon die erste Zeitung von vielen. Die lese ich euch dann ein bisschen vor, denn ich glaube auch nicht, dass ihr das dann sehen könnt auf dem großen Bildschirm. Und noch ein weiterer Erste-Hilfe-Kasten. Und jetzt würde ich mal sagen, gibt es eine kleine Geschichtsstunde. Damit wir aber wissen, was hier alles los ist. So. Stimmt, das seht ihr nicht. So, ich fasse das Ganze mal ein bisschen zusammen, denn es ist, na gut, es ist nicht gerade so viel Text, aber ich will mal ein bisschen Zeit sparen. Grundsätzlich geht es darum, am 18. Januar 2012 wurde die Zeitung, also der Artikel geschrieben. Da geht es darum, dass Britanniens Nostradamus, also wie schon gesagt, dieser John Dee, hat die große Fäulnis für 2012 angekündigt. Der gute John Dee ist mittelalterlicher Gelehrter, der schon andere Sachen vorhergeschrieben hat, unter anderem den großen Brand von London, Napoleon und den Zweiten Weltkrieg, hat er schon vorhergesagt. Und nur erzählt er von einer schwarzen Prophezeiung, in der er eine moderne Pestepidemie von London ankündigt. Dee nennt sie die große Fäulnis und sagt, sie tötet alles, worauf sie trifft, sie zerstöre die moderne Gesellschaft, sie sei unheilbar und sie werde England vernichten. Unverständlicherweise weigerte sich die Queen dem exzentrischen Professor Gehör zu schenken. Und was hat sie davon? Sie ist tot. Oder doch nicht? Wir werden sehen. Oder auch nicht, denn wie gesagt, da sind wir schon längst tot. So optimistisch bin ich mal. Gut, sonst ist ja auch nichts drin. Das Einfache ist auch, die große Fäulnis oder die Fäulnis, wie sie auch genannt wird, hat London erwischt. Und so gut, wir alle sind tot.
Aber mal gucken, ob dann die Queen überlebt oder ob wir vielleicht noch ein paar Mitstreiter finden. So, auf jeden Fall sind wir jetzt mal hier und kraxeln durch den Gully. Abkürzung freischalten. Komm schon, das schaffst du. Gut gemacht. So. Das ist einfach nur so eine Abkürzung, besser gesagt. Von unserer Bude zum Brick Lane Mart. Und jetzt können wir einfach durch den Gully zurückgehen ins Safe House. Und wir sehen wieder den schönen Ladescreen. Immer wieder ein bisschen ruckelt. Das ist schon öfters passiert, ich weiß gar nicht warum. Also in der Hardware liegt es wahrscheinlich nicht. Egal. Das stört uns auch nicht weiter. Jetzt sind wir wieder hier. Aber ganz woanders. So, da liegt auch noch was, habe ich ihn öfters mal übersehen. Das ist auch ein interessantes Dokument. Sehen Sie gerne mal vor, da ist. Stimmt, da ist auch was drin, genau. Da haben wir Minen. Ebenfalls sehr, sehr wichtig. Also zumindest praktisch, wenn man gegen die Zombies mal ein bisschen taktischer vorgehen will. Damit kannst du Minen fallen legen, aber jag dich nicht hoch. Na, ich passe schon auf. Und noch was Witziges, eine Spraydose. Online-Nachrichten schreiben. Da kann man einfach an die Wände Nachrichten sprühen mit Symbole und Zeichen, damit man den mit anderen Überlebenden kommunizieren kann. Ziemlich wichtig, also ja, ziemlich witzig, nicht wichtig, weil eigentlich kommt man schon ziemlich gut ohne zurecht, ohne die ganze Hilfe. Und mit der anderen Mine, die haue ich mal in die Tasche. Und dann ist die Tasche auch schon voll. Dann guckt man schnell, ob ich da schon irgendwas verbrauchen kann. Was haben wir denn da? Schokolade klein. Und Kuchenmittel, die verputze ich mal. Da habe ich schon wieder ein bisschen Platz geschafft. Und weil ich gerade nicht so extrem viel Rucksack gebrauche von den Gesundheitsmedikals, packe ich mal ein paar vorsichtshalber mal. Wo war das denn? Da. Hier hat alles angefangen und hier wird es enden. Ein paar rein. Schützt das Safe House. Dein Überleben hängt davon ab. Ja, ja, ganz ruhig. Ganz ruhig, Kollege. Gut. Ich denke, ich speichere mal, das wäre auch mal nicht schlecht. Da kann man ja schlafen und speichern. Und ich dachte, da war dann der andere Gully, war aber auch im Bett, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Und natürlich schlafen wir mit Rucksack. Wer macht das nicht? So, guten Morgen, Nachmittag oder Abend. Ist auch ziemlich egal. Denn jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir, muss ich mal kurz nachgucken. Ich glaube, wir müssen jetzt zum. Es ist etwas blöd, wenn ich im Menü drin rumsuche, dann seht ihr immer, wie der gute junge Mann in der Kiste rumwühlt. Der gute Nathaniel Jones, ein Softwareentwickler. Sehe ich gerade seine National ID-Karte im Menü. Versucht in den Supermarkt zu gelangen. Ach, das wird eine Freude. Da bin ich schon so oft gescheitert in diesem Online-Modus. Also in diesem Survival-Modus. Aber der Part ist auch nicht mehr so extrem lang, deshalb würde ich mal sagen, ich lese mal die dunkle Prophezeiung vor. Den kleinen Abschnitt, den wir gerade gefunden haben, der auch nicht gerade so lang ist. Und er geht noch mal ein bisschen und dann wird der Part schon zu Ende sein. Ein neues Utopia wird in Londonium erblühen. Und jene, die das reinigende Feuer dulden, werden seine Herren sein. Doch der anderen Seelenpreis sei der Höllenfeuer Pein. Londonium, das wird wahrscheinlich so eine lateinische Version von London sein. Oder irgendwas anderes. Oder vielleicht ist das auch schon der Name des... Kann ich da was machen? Ah ja, stimmt, genau. Seht ihr jetzt auch nicht. Ihr seht zu viel nicht, das ist ziemlich blöd. Jetzt sieht man von der CCTV-Kamera jetzt gerade den Brick Lane Mart, also das, was wir gerade gescannt haben. Was da alles vor sich geht, da sehe ich noch, es sind keine Waffen, keine Munition und keine Gesundheit da.
Aber da liegen noch irgendwo ein paar Bretter rum. Aber da wir schon ein Brett vom Kopf haben, brauchen wir das nicht. Und eine andere Cap haben wir nicht. Also passt das schon. Ist allerdings später ziemlich interessant und wichtig, was man da noch alles finden kann. Aber dazu später eventuell mehr. Also, dann gehen wir mal weiter, wieder durch den Gully. Denn dann müssen wir lang. Und wir sehen wieder den wunderschönen Ladebildschirm. Wenn man den ungefähr 50 Mal sieht, kriegt man richtig Hass. Lade, lade, lade. Lade, lade, lade. So, wir sind hier beim guten Gully. Und jetzt kommen wir, soweit ich... Ne, dann nicht. Brauchen wir noch einen Dietrich. Onkel Dietrich, jetzt kommen wir hier lang, genau. Da hat er schon geöffnet, unser guter Dr. Prepper. Ja, der wieder heißt. Komm schon. Na, das fängt ja gut an. Du bleibst gleich mal liegen. Ich trianguliere. Wie ist im Supermarkt? Sei vorsichtig. Mach mal die Tür lieber zu. Komm schon. Gott, brauchen die viel. Das war eine Polizistin. So, einen Schuss hätte ich jetzt loslassen können. Jetzt habe ich nämlich eine Munition gefunden. Kann man auch ein bisschen rumschieben, wenn man lustig ist. Das geht die Beine spreizen. Oder auch die Beine draufschlagen. Warum nicht? So, wo es weitergeht, weiß ich gerade jetzt nicht, aber mal wieder ein Teil der Karte nicht da ist. Ich denke, hier wird es lang gehen. So, zwei Schuss und einen Kuchen. Packe ich auch mal mit ein. Es ist gerade blöd, dass die Tasche so klein ist. Müsste auch noch was sein. Radar. Du musst es manuell nutzen, wenn du wissen willst, was sich an den blinden Stellen befindet. Was haben wir denn da? Ein Saft. Und noch Steckschuss, also die Schüsse gehen uns nicht aus. Denn die werden wir jetzt auch brauchen. Das ist eine ziemlich coole Stelle hier. Leuchtraketen. Na, die könnten nützlich sein. Oh ja. Kleines Licht verwirrt die Dummköpfe. Die könnte ich jetzt einfach abballern oder auch nur... Gut, wir haben nicht mehr so viel Zeit, sich gerade. Muss ich mir auch ein bisschen anders umgewöhnen, die Zeit zu kontrollieren, denn es ist ein bisschen anders. So, ich nehme meine Leuchtrakete und tausche sie mit meinen Schläger aus. Oder auch nicht. Tausche sie mit meiner Mine aus, das tut mir auch nicht weh. So. Wohl bekomm's. Sitze schön auf einem Platz zusammen. So. Komm schon, komm schon. Gut, die ist tot. Das war jetzt sehr intelligent. Kommen die jetzt die Treppe hoch? Ich glaube, der wuselt noch ein bisschen hier rum. Mal gucken. Okay, der läuft die Treppe hoch. Du versuchst zumindest, ich sehe ihn gerade nicht. Traue ich mich? Wie sieht's aus? Juckt es weiter weg. Gut. Da ist er ja. Und du noch, da dich kann ich totkloppen. Da reicht ein Gnadenstoß. Der hat noch 6 Schuss.
Hat das noch gepasst? Ich denke schon, ja. Das ist die Tasche geilerweise mal wieder voll. So soll es sein. Gut, ich verstecke mich mal hier. Hier werden sie mich hoffentlich nicht finden. Auch weil keiner da ist. Und ich beende den Part hier und sage mal wieder danke fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Survive Zombie U. Ciao.